Matchball Nummer 1 für Elfig Fribourg gegen den BC Winterthur. Guten Abend und willkommen zu Spiel 3 der Playoff-Finalserie im Schweizer Frauenbasketball. Fribourg in dieser Saison weiterhin ungeschlagen, führt in der Best-of-5-Serie mit 2:0 und hat heute in der Saint-Leonard-Halle vor seinen 50 Fans die Chance auf den Schweizer Meistertitel. Mit dabei bei uns Basketball-Experte und der ehemalige Captain der Schweizer Nationalmannschaft, Renato Macchi. Renato, Elfig, da wurde mehrmals erwähnt, unbedingt will man heute vor eigenem Publikum, sogar in der eigenen Halle, diesen Sieg holen, die Serie beenden. Wie wahrscheinlich ist das? Ja, ich glaube, sie haben keine Lust mehr, noch mal nach Winterthur zu fahren. Sie werden Vollgas geben, dass sie da heute Abend den Meister einfahren können. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Dennoch, wie der Tennisspieler weiss, wie der Fußballer weiss, du musst den Penalty zuerst machen, den Entscheid, den Matchball versenken. Und das gilt da genau gleich. Sie müssen das Spiel zuerst da über die 40 Minuten bringen und den Sieg reinholen. Die Chancen stehen gut, aber die Winterthurerinnen haben etwas dagegen. Und da hoffen wir natürlich, dass sie die Serie verlängern können. Und wenn wir bei Winterthur auf die Aufstellung blicken, dann sehen wir, dass ganz wichtige Spielerin fehlt. Ola Jatzkowetz, sie unterstützt das Team zwar auf der Bank, aber sie wird nicht mittun. Und zwar wegen einer Bänderverletzung am Fuß aus Spiel Nummer 2 von Samstag. Sie wird dann ersetzt von Maria Siafa Etoa. Die ist von Anfang an zuerst noch auf der Bank. Und das also bei Winterthur die ganz große Veränderung. Auf der anderen Seite sehen wir hier die Topscorerin bei Elfig Fribourg. Wir sehen hier Taylor Kuhnen und ihre Kolleginnen. Es gibt da einen Wechsel und zwar ist Abigail Falk wieder zurück. Die Größte, die wir hier in der Aufstellung sehen, die Nummer 15, die Kanadierin, Dreh- und Angelpunkt. Man hat ja geraten, dass sie nicht mitreist am Samstag. Diese 4 Stunden Fahrt im Bus würden ihren Rücken nicht gut tun. Was bedeutet ihre Rückkehr fürs Team? Ja, in Kombination mit dem Ausfall von der Ola Jatzkowetz ist das natürlich unter dem Korb eine ganz schwere Hypothek, die da die Winterthurerinnen haben. Und ein grosser Vorteil für Fribourg, dass sie wieder mittun kann. Größe ist am Schluss im Basketball einer der Faktoren, der mitspielt. Der Korb ist auf 3,5 m oben, das ist einfach hoch. Und wenn man dann mit 1,93 Deko unter dem Korb mittun kann, hat man schon mal einen kleinen Vorteil. Wir sind bei der Nationalen. Wir gehen in Spiel 3. Führung 2:0 für Elfig Fribourg gegen dieses Team hier, BC Winterthur. Und Elfig, der große Favorit dieser Serie, noch immer ungeschlagen in dieser Saison. Ja, und bei Winterthur, wir haben es angesprochen, die Ukrainerin Jatzkowetz nicht mit dabei. Umso mehr der Fokus natürlich auf Topscorerin Amarist Elston. Die war zweimal die beste Scorerin der ganzen Partie jeweils.
Ja, sie ist jetzt sicher noch mehr Dreh- und Angelpunkt von dem ganzen Team. Aber Winterthur muss unbedingt ihre jungen Spielerinnen in Einsatz bringen. Sie müssen sich bewegen, sie müssen den Ball wählen und sie müssen ein gutes Spiel, wenn nicht ein ausgezeichnetes Spiel, zeigen, um da auch den Verlust von der Jaskowitz ein bisschen wettzumachen. Und wir sehen auch in der Starting Five haben wir Charlotte Koller und Elena Luop. Die zwei haben wirklich stark aufgespielt in den letzten zwei Spielen. Sie müssen leider noch mal einen draufsetzen, dass das heute dann langt für den Sieg. Wir haben hier noch Grégoire Bie und Davide Paletta. Das sind die beiden Schiedsrichter der Partie. Natürlich auch im Fokus, denn im letzten Spiel gaben die Schiedsrichter ein technisches Foul gegen Walter Montini, Coach des BC Winterthur, zwar 15 Sekunden vor Schluss. Das hieß nämlich, Montini, der hat sich ziemlich echauffiert, ob den Entscheidungen der Schiedsrichter, vor allem weil ein Stoß von Marielle Giroux nicht geahndet wurde. Der wurde nicht bestraft und Montini wurde dann dafür bestraft. Das war dann eigentlich auch die Entscheidung. Also da war ziemlich Zunder drin, deshalb auch heute ein gewisser Fokus darauf. Aber jetzt vor allem auch Fokus auf Sie, die Captain der Fribourger, und zwar Marielle Giroux, die Nummer 9, zweimal die ganz große Figur im Spiel von Elf. Ja, also sie hat zwei Spiele angelegt, die einfach zeigt, dass sie immer die beste Spielerin ist in der Schweiz. Und zwar auf allen Niveaus, nicht nur bei den Punkten, bei den Rebounds, bei den Defense. Überall schwingt sie vorne raus. Und sie ist ein Pfeiler in dem Freiburger Team. Das fehlt den Winterthurerinnen noch ein bisschen. Wir haben das letzte Mal gesagt, die Jungen sind auf dem Weg, sie können sich dazu entwickeln. Aber sie sind natürlich schon nicht ganz angekommen. Und das ist schon der unglaublich große Vorteil von Elfig, eine Spielerin in der Reihe zu haben von ihrer Qualität. Und heute auch wieder, wie angesprochen, mit Abigail Fogg. Also alle können mittun, man kann aus dem Vollen schöpfen bei Romain Gaspo. Nicht so bei ihm, bei Walter Montini. Der hat einige personelle Sorgen. Natürlich gehört auch Imke Brewer auf die Liste der Absenzen mit ihrem Kreuzbandriss. Auf die junge Stürmerin hätte man natürlich noch so gerne gesetzt. Winterthur auf Augenhöhe in beiden Spielen, Spiel 1 und Spiel 2. An was ist dann gelegen, dass doch beide Spiele verloren? Ja, im ersten Spiel ist wirklich eine Tempoverschärfung von Fribourg im letzten Viertel dafür verantwortlich gewesen, dass die Winterthurin ein bisschen den Faden verloren hat. Sie machen 5 Punkte im letzten Viertel. Das langt einfach in einer Playoff-Finalserie nicht. Und im zweiten Spiel haben sie so ein Momentum gehabt, sie sind so dran gewesen, auf dem Weg, die Führung an sich zu reissen. Und dann hat Fribourg doch irgendwo noch mal etwas gefunden, was noch mal ein bisschen dagegen haben. Und das hat gerade knapp gelangt, um die Winterthurin ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, hey, nein, jetzt, sie rollen, das geht. Und dann hat 1 Minute 20 am Schluss hat dann den Unterschied zugunsten von Fribourg gemacht. Und sie war auch dort wieder verantwortlich gewesen. Holt das Foul raus, macht zwei wichtige Freiwürfe, holt den Stil in den letzten 1:20. Also, ja. Die Ausgangslage ist klar. Für Winterthur verlieren verboten, sonst ist die Saison beendet und zwar ohne Titel. Auf der anderen Seite hat Elfig heute die erste von drei Möglichkeiten, sich den nächsten Schweizer Meistertitel zu holen und zu sichern. Es wäre der dritte bereits in Folge. Das ist die Ausgangslage, bevor wir hier ein Spiel starten mit Abigail Fogg, die wir hier im Bild haben, die Nummer 15 im weißen Tenue. Elfig also in weiß in diesem Heimspiel in der Saint-Léonard-Halle und dies als großer Favorit. 83-74 das erste Spiel gewonnen, 56-52 Spiel 2. Das war übrigens der knappste aller 33 Siege auf Schweizer Parkett in dieser Zeitspanne, die Elfig bisher eben unbezogen ist. Und heute soll es noch knapper werden. Oder noch besser, für Winterthur soll es heute einen ersten Sieg geben. Es wäre überhaupt der allererste in einer Finalserie in der Clubgeschichte. Es hat gut gefallen, wir haben Tomizzoli vorne gesehen, locker am Lachen. Die Winterthurin hat natürlich noch weniger zu verlieren jetzt mit dem Ausfall von, von einer von ihren Topscorerinnen. Und von dem her, ich hoffe, dass die Jungen einfach richtig loslassen. Und nachher sehen wir, was passiert am Schluss. Also, wir können es eigentlich gar nicht machen.
Im Moment auf jeden Fall in Weiß, Elfig von links nach rechts im Ballbesitz. Mit einem ersten Versuch und auch einem ersten Treffer. So schnell kann es gehen und Alexis Jones ist die Erste, die hier für Punkte sorgt. Schon im Spiel 3, nachdem sie die ersten zwei Spiele relativ ruhig verbracht hat, hat sie von Anfang an eigentlich gezeigt, hey, ich bin auch noch da. Und hat auch die ersten paar Punkte gemacht und da scheint sie jetzt auch ziemlich bereit zu sein, dass sie gerade am Anfang ein bisschen Akzent sind. 13 Punkte waren sie im letzten Spiel. Sie war zweitbeste Punktesammlerin ihres Teams hinter Marielle Giroux. Das ist Nancy Fora und Giroux. Ja, was sie anfasst, ist, wird eigentlich zu Gold, oder? Das ist schon gewaltig. Es ist beeindruckend. Wirklich, ob vom Dreier, ob unter dem Brett, von wo auch immer. Der andere Captain Tomizzoli versucht, sie gleich zu machen. Das ist ja richtig so. Muss da offensiv mitspielen, sich nicht verstecken. Aber sie leider nicht erfolgreich mit dem Dreier. Ja. Und wer holt sich den Ball? Ja, ist eigentlich schon fast klar. Abigail Fogg. Dann kommt Giroux. Setzt sich durch und es gibt Freiwürfe. Und damit auch die Chance für Elfig, mit 7 Punkten vorne zu liegen, nach wenigen Augenblicken in diesem Spiel. Und das weckt natürlich keine guten Erinnerungen für Winterthur. Wir hatten das in Spiel 1 ebenfalls, eine frühe 7-Punkte-Führung für Elfig. Jetzt kann man da mal einen kleinen Kritikpunkt noch mit Marielle anwenden. Sie geht da zum Korb. Und wenn sie die linke Hand braucht, dann macht sie den Korb von links. Das ist Kritik auf sehr hohem Niveau. Genau. Auf sehr, sehr hohem Niveau von 1,83, würde ich mal sagen. Aber es ist so, auch bei Giroux nicht alles ganz perfekt, aber auch hier. Also was sie an der Freiwurflinie zeigt, das ist ganz große Klasse. Auf der anderen Seite versucht sich Belinda Mensah, scheitert. Damit sind es diese 7 Punkte. Wunderbar für Fogg aufgelegt, aber sie kann nicht rüsschen. Ja, man merkt sie an, die ist gerne wieder auf dem Feld. Im letzten Spiel also nicht mitgereist, heute wieder da. Voller Spiellust und Laune. Da hat man jetzt gesehen, wie Tomizzoli ausblockt hat, dass er den Körper zwischen Korb und Angreiferin bringt. Und das mit alle 5 Winterthurerinnen machen, mit dem Grössenunterschied, der momentan besteht, haben sie keine andere Wahl. Jedes Mal, vor allem bei der Fogg, Körper einsetzen, weghalten vom Korb. Und es gab ein erstes Erfolgserlebnis, natürlich kann man sagen, von Amaris Elston, von der Frau, die für bisher 40% aller Punkte verantwortlich war, ihres Teams. Hat keine Sekunde dieser Serie bisher verpasst, 80 Minuten lang auf dem Court gestanden und natürlich auch heute von Beginn an. Sie mit den ersten Punkten für die Gäste. Eine sehr schöne Bewegung gesehen. Von der Luab zum Korb geschnitten, der Pass ist leider nicht angekommen. Genau diese Bewegung braucht es. Schrittfehler. Zuerst Giroux mit dem Ball gewinnen, dann mit diesem Missgeschick. 3 Minuten gespielt, 7-2. Ja, sie hat dort den Pass spielen und gesehen, dass sie deckt ist und muss dann anfangen zu dribbeln. Aber das ist dann leider eben schon zu spät. Dann ist die zusätzliche Bodenberührung eben schon gemacht. Mezzoli. Luab, die in die Startformation gerückt ist. Bewegung ohne Ball ist key. Mensah. Kein Durchkommen. Die Defensivarbeit auch heute glänzend bei den Freiburgern. Das war ja schon sehr überzeugend in Spiel 2. Jetzt aber Luab und Winterthur meldet sich zurück. Sehr eine athletische Spielerin. Luab, also das sieht sehr dynamisch aus, wenn sie da zum Korb geht. Auch die Defense, sie ist stark unterwegs. Giroux. Und Elston mit dem Spielaufbau.
Wichtig für Winterthur, dass man in dieses Spiel gefunden hat, jetzt mit den ersten 4 Punkten und auch mit guter Defensivarbeit. So präsentiert sich das Ganze mehr oder weniger ausgeglichen nach gut 4 Minuten. Walter Montini und Romain Gaspo, Coaches von Winterthur respektive FIP. Er hat dort richtig angezeigt, wo seiner Meinung nach Spiel durchgehen soll. Und die Schiedsrichter haben jetzt das natürlich auch so korrigiert. Es war korrekt und dann war er zuletzt am Ball. Jetzt noch 5 Sekunden auf der Wurf vor. Ja, da wird mitgezählt. Ein Foul geht da Mariel Giroux. Sie verteidigt da mit der Hand. Wir sehen es jetzt gerade. Jetzt da, wenn sie durchgeht, hebt sie die Hand führen am Körper. Das sogenannte Handchecking, das ist nicht erlaubt, sich da einen Vorteil zu verschaffen in der Verteidigung. Andert da der Schiedsrichter. Ersten. Was war da los? Giroux gegen Tomezzoli. Das hatten wir schon eben in der Schlussphase des letzten Spiels. Als Giroux das Foul begann, das nicht geahndet wurde. Dann der Fehler, der Ballverlust, schneller Gegenstoß und da ist Fock, die dann aufräumt und trifft zum 9:4. Sehr schöner Einsatz von der Alsten, die bis zum Schluss kämpft um den Korbleger. Haben sie einfach gehen lassen und nachher vergessen, Mitspielerinnen mitzulaufen und einen einfachen wieder offensiven Rebound für die 2 Punkte. Intelligent gemacht von der Elston. Sie holt wieder ein Foul raus gegen Marielle Giroux. Das ist natürlich auch eine Taktik. Ich kann meiner Gegnerin Fouls anhängen und nachher muss sie ausgewechselt werden, weil sonst Gefahr besteht, dass sie mit 5 Fouls rausgeht. Und das wird der Gaspo jetzt da wahrscheinlich auch machen. Tiffany Zali kommt ins Spiel nach etwas weniger als 5 Minuten für Giroux. Marielle Giroux geht nach 5 Minuten vom Feld. Da ist etwas ziemlich schief gelaufen. Ja, sie läuft in die 2 Fouls hinein. Alston macht es gut. Beide provoziert sie schön, indem sie den Körperkontakt sucht. Und jetzt muss sie zuerst mal ein bisschen Pause machen, bis sie wieder spielt. Elfig hat natürlich beste Qualität, auch neben Marielle Giroux, um das zu kompensieren. Viele talentierte SpielerInnen. Aber Romain Gaspo sitzt schon sehr gerne auf seine absoluten Top-Leute. Hat ihm natürlich auch sehr recht gegeben, wie er das Ganze gemacht hat in dieser Saison. Romain Gaspo weiterhin als Coach von Fribourg ungeschlagen. Cola. Und Mensa. Ganz schön gemacht, hat sich dort durchgesetzt bis zum Schluss. Dann fehlt er am Schluss ein bisschen Ruhe für den Vorbleger noch sauber reinzutun. Das dann aber absolute Extraklasse von Jones für Fonds. Wieder bei 7 Punkten Differenz. Jetzt noch 4 Minuten auf der Uhr. Ja, wir haben vorhin gesagt, die Winterthurin hat nichts zu verlieren. Das würde aber für mich nicht heissen, dass man jetzt einfach die 3 Punkte auf der ganzen Zeit sucht, sondern eigentlich sich erinnert, was erfolgreich war, wie dass man Fribourg können in Bedrängnis bringen mit Bewegung ohne Ball, Schnitt zum Korb. Wenn jetzt alle anfangen, von außen werfen, dann könnte das eine schwierige Phase werden. Es ist schon, ich weiß nicht, schon ein Zeichen von einer gewissen, nicht Verzweiflung, aber dass man halt das Gefühl hat, nur so könne man diesen Rückstand schon wieder mit ziemlich großen Schritten wegmachen. Ja, es ist natürlich unter dem Korb, ja, sind die Spielerinnen von Fribourg recht gross. Also wenn ich dort in Richtung Korb gehe, muss ich damit rechnen, dass Fock plötzlich kommt mit 1,93, da kommt noch Kuhnen von links. Dann entscheide ich mich vielleicht auch mal von außen zu werfen. Das ist ja auch okay, aber wenn dann wirklich nur noch der Dreier gesucht wird, weil man nicht will oder keine Lösung sieht unter dem Korb, ja, das ist eine schwierige Taktik. Nach 6 Minuten das Timeout. Walter Montini versucht wieder zu ordnen. 4:13 in Rücklage.
Obwohl, man muss ja sagen, man kann es positiv anschauen für den BC Winterthur. Die letzten drei Viertel in dieser Serie hat man allesamt für sich entschieden, also mehr Punkte gemacht als Fribourg. Man hat schon immer wieder bewiesen, dass man Elfig in Bedrängnis bringen kann. Im Moment aber gehört der Start wiederum, wie schon in Spiel 1 und Spiel 2, Elfig Fribourg. Denken wir daran, am Samstag, da führte Fribourg nach dem ersten Viertel 24-8. Und doch wurde es am Ende nochmals ziemlich spannend. Ja, das Starten von einem Spiel ist auch eine Qualität, wo ein Team ein bisschen lernen muss. Es ist ganz schwierig, wenn du erst nach dem zweiten oder dritten Viertel deinen Rhythmus gefunden hast. Und wenn man das schneller kann abrufen kann, dann muss man nicht in den Spielen, die ein bisschen zählen und wichtig sind, den Rückstand nachgehen. Ganz schöne Bewegung von der Nancy Vorradak, zmitzt durch die Zone der Winterthurinnen. Schon beeindruckend, also die spielt eine sehr starke Serie, diese Nancy Vora, und dies trotz Knieproblemen. Wie hat sie gesagt, es haben ja alle ihre Wehwehchen, ich will nicht jammern. Valentini hat Bosniak gebracht, und bevor sie irgendetwas gemacht hat, hat sie auch einen Dreier geworfen. Ja, Iva Bosniak kommt jetzt also auch zu ihren ersten Einsatzsekunden und Minuten. Sie hat in Spiel 2 ihre ersten 2 Punkte in dieser Serie gemacht. In der Quali waren sie im Schnitt 13 an der Zahl. Und wie hat dann Walter Montini gesagt, ich erwarte ja nicht von allen 25 Punkte pro Spiel, aber ich erwarte Aufopferungswille und nützliche Taten fürs Team. Also es müssen nicht zwingend viele Punkte sein. Iva Bosniak versucht es auf ihre Art und Weise, jetzt hier mit der 12 im Einsatz. Das ist jetzt gerettet worden von der 24 Sekunden Wurfuhr. Einmal mehr der offensive Rebound. Die Iva weiss nicht einmal, wo der Ball ist. Sie schaut ihre Mitspielerin an. Der Ball berührt aber den Ring nicht und darum ist dann die Wurfuhr abgelaufen. So, Iva Bosniak für Elsten. Wenn sich den Ball noch einmal schnappen kann. Ruab. Jetzt doch das Erfolgserlebnis. Der Schiedsrichter entscheidet sich jetzt das mal relativ früh, das Technische einzustreuen. Noch kaum sind 8 Minuten gespielt. Gibt er als technisches an die Bank. Irgendein Kommentar hat ihm nicht gepasst. Und ohne zu zögern, gibt es den Freiwurf da. Das letzte Mal war es 15 Sekunden vor Schluss. Und dann hat Walter Montini gesagt, ich kann ja damit leben, wenn Fribourg stärker ist. Aber gegen 6 oder 7 Gegner will ich nicht antreten. Das war natürlich auch in der Hitze des Gefechts oder gerade nach dem Gefecht. Und man merkt es ihm auch jetzt an. Also das mit den Schiedsrichtern, das ist so eine Sache. Hier also gab es wiederum gegen die Bank von Winterthur den Foulentscheid. Zu heftig reklamiert. Und die Schiedsrichter setzen sofort ein Zeichen. Nach ein sogenannter Airball, also nicht einmal der Ring berührt von den Kuhnen. Das ist also etwas, was man nicht viel sieht. Sie scheint da das Gefühl für den Korb noch nicht so richtig gefunden zu haben. Aber dafür hinten gut verteidigt, Rebound geholt, Ball gerettet. Also wie der Walter Montini gesagt hat, das sind nicht nur immer Punkte, sondern man kann auch ganz mit anderen Sachen dazu beitragen, dass das Team erfolgreich ist. Foul gegen Tiffany Zali. Wird bejubelt von Romain Gaspo und der Bank. Das ist ihre Möglichkeit von der Freiwurflinie. Einmal hat es geklappt, 17-6, also bereits über die 10-Punkte-Differenzmarke drüber. Ja, und
Wenn wir eine Situation nehmen, die aktuell bezeichnend ist für die Startphase, dann wohl das hier, was wir gesehen haben. Die Ballübergabe aus nächster Nähe klappt nicht. Aber Spiel 2 kann ja Hoffnung machen. Da hat sich Winterthur auch zurückgemeldet. Und zwar eindrücklich. Am Ende war man bei ausgeglichenem Spielstand, nachdem man zwischenzeitlich 17 Punkte Differenz im Spiel drin hatte. Ja, von diesem Szenario sind wir auch heute nicht mehr allzu weit entfernt, wenigstens betreffend Rückstand. Ja, da geht Nancy vorher wieder genau durch die Mitte und die Winterthurin hebt ein bisschen die Hand auf, aber das darf eigentlich nicht sein. Und da kommt so ein sportlicher Foul, letzte Spielerin am Arm gehebt. Zwei Freiwürfe plus Ballbesitz. Ja, da ist bei Fribourg ziemlich viel aufgegangen bisher. Auf der anderen Seite mächtig der Wurm drin bei Winterthur. Also diese Startphase, die glückt überhaupt nicht. Tomezzoli, Spielführerin, hat er gesagt, unser Angriffsspiel hat zum Teil überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten zu viele Ballverluste, bei den Rebounds waren wir nicht gut. Im Moment würde es wahrscheinlich ähnlich klingen. Es ist ihnen im Angriff verunsichert sein. Am Anfang hat es noch gut ausgesehen. Ist man schnell mal wieder zum Punkt gekommen, in der Nähe vom Korb. Und in den letzten paar Angriffen haben sie wirklich da schon wieder einen Fehlwurf von den Kuhnen. Im Angriff haben sie wirklich nichts mit Stand gebracht in letzter Zeit. Aber beherzt zum Korb gehen von der Charlotte Kohler. Du hast das jetzt mit einem Schmunzen ausgedrückt, wenn Taylor Kuhnen ein zweites Mal mit diesem Airball hier sich zeigt, also nicht trifft, den Korb schon gar nicht trifft, nicht mal in die Nähe kommt. Aber es zeigt ja auch, wenn eine Topscorerin gar nicht erst zu punkten braucht oder nicht punktet und die Mannschaft trotzdem mit 21-7 führt, dann sagt das ja schon sehr, sehr viel aus. Ja, das ist sicher so. Also die Qualität, wie du gesagt hast, ist auf allen Positionen ausgezeichnet. Und das ist in Winterthur einfach nicht so. Sie haben 3-4 Spielerinnen, die können das Niveau mitgehen. Und nachher reicht es noch nicht ganz, um wirklich mit den besten 7-8 von Elfig Fribourg mitspielen. Es ist möglich, dass auch vorne bei dem Wurf noch Hand von der Winterthur dabei war. Aber ganz schön gemacht, zwischen den Verteidigerinnen durch und dann den Pass rübergeschoben. Jenny Digo Bravo, die Kubanerin mit Schweizer Lizenz, ebenfalls erfolgreich, wunderbar lanciert von Nancy Fora. Und eben, also denken wir dann, im Moment Fogg nicht auf dem Platz, Giroux nicht auf dem Platz und trotzdem läuft alles für Elfig Fribourg. 23-7, die Führung nach dem ersten Viertel. Es hieß am Samstag 24-8, also sehr, sehr ähnlich, wie das hier losgeht. Wo siehst du die Parallelen auch zum Samstag? Ja, am Samstag hat man wieder das Gefühl gehabt, sie sind eigentlich noch ein bisschen näher dran als jetzt. Jetzt scheint es mir wirklich, sie sind noch nicht auf Augenhöhe mit Elfig Fribourg. Und die Friburgerinnen haben in Winterthur haben sie stark gestartet. Auch von der Trefferquote, da hat man auch nicht die Fehlpässe gesehen, die wir jetzt da gerade in der Wiederholung gesehen haben. Und dann einfache Punkte gegeben haben. Das hat es dort nicht gegeben. Und Winterthur war besser gewesen, und Fribourg war besser gewesen. Und jetzt haben die Winterthurerin Mühe, um da in der Offense irgendetwas Konstruktives anzubringen. Die Worte von Romain Gaspo sind angekommen. Der Coach von Fribourg hat vor dem Spiel gesagt, wir dürfen Winterthur keine Luft lassen zum Atmen. Und ich glaube, das ist etwa das, was wir jetzt in den ersten 10 Minuten gesehen haben. Ja, die letzte Aktion, die wir jetzt da auch gerade wieder gesehen haben, zeigt einfach Klasse auf von dem Team. Nennt vor, setzt sich gegen 2-3 Verteidigerinnen durch und nachher bewegt sich eben eine Spielerin mit, steht allein unter dem Korb. Und da kann man auch noch die vierte Verteidigerin aussteigen lassen. Und die Aktionen, die sehen wir definitiv noch nicht bei Winterthur. Gleiche Differenz heute wie am Samstag, 23-7 und das nach 10 Minuten. Ja, und der Blick von Walter Montini sagt schon einiges. Sein Team
in arger Rücklage und die sind Spiel 3. Wenn man jetzt nicht reagiert, dann ist die Saison bald zu Ende. Noch immer, wir denken daran, Winterthur hat gezeigt, was man drauf hat. Wir wollen das Team nicht abschreiben, dieses Spiel nicht abschreiben, aber wir wissen auch, wie stark Elfig sein kann. Hat man über die ganze Saison immer wieder gesehen, aber so eine gewisse Nervosität kam dann halt doch auch auf in Winterthur. Und heute kurz vor dem Titel, wie sieht's da aus? Giroud ist wieder mit dabei. Tor gemacht, die Vorlage von Elea Shako. Schweizer Nationalspielerin bringt sich ein für Jenny Digo Bravo. Elsten. Ja, es ist an ihr, diese Mannschaft anzutreiben, aber sie scheint dann halt eben doch allein auf weiter Flur. Also man sieht jetzt da den Unterschied vorher, oder? Nancy vorher geht zum Korb, man positioniert sich gut, man ist bereit, um den Ball zu bekommen. Gleiche Situation, der Elsten sieht nicht oder der Bosniak ist nicht richtig positioniert. Es ist natürlich schwierig, in so einer Situation danach die richtige Entscheidung zu treffen. Klar, sie macht die zwei Freiwürfe. Stark war sie von ihr, aber einfach ein bisschen mehr Coolness und noch ein bisschen mehr Lockerheit bei den Freiburgerinnen. Verständlicherweise natürlich auch, sie liegen 2-0 vor und da jetzt mit 16 Punkten. Und dann kommt dieser Wurf obendrauf und diese Punkte. Und da steht schon 28-9 nach drei Zählern auf Freiburger Seite. Jetzt sieht der Pfiff das offensiv faul gegen Johar. Spiel unterbrochen. Weiß nicht, ging der Blick zur Uhr? Ja, dürfte so gewesen sein. Walter Montini nützt die Gelegenheit des Unterbruchs gleich auch für einen Wechsel. Ja, sie müssen jetzt hier in der Verteidigung sie irgendetwas ändern. Jetzt sieht es wieder eher nach individueller Verteidigung aus, was eigentlich erfolgreich war für sie. Aber wenn einfach jeder Pass ankommt und jede Spielerin dort angeht, wo sie will, dann ist das fast unmöglich, gegen das Freiburg zu verteidigen. Sie müssen da sicher ein bisschen mehr reinlegen. Mensa. Was für ein Block von Taylor Kuhnen. Dann aber der Ballverlust und 2 gegen 1 Situation. Kuhnen jetzt gefordert. Bosniak. Ja, wird hier gut tun, ein solches Erfolgserlebnis. Wir haben sie angesprochen. Ja, Winterthur scheint ein grosses Talent zu haben, diese Situation ein bisschen auszunutzen, wo die anderen Teams. Ja, so ein bisschen, ein Hänger ist übertrieben, aber einfach eine kleine Bass haben. Dann kommen sie und nützen das aus und holen wieder ein bisschen auf. In der starken Phase im Moment noch deutlich unterlegen, aber jetzt da kommen sie wieder zu guten Aktionen. Und wiederum ist es Elsten, die das Foul provoziert. Hier gegen Shako durchgetanzt. Zuvor hat es mir sehr gut gefallen, wie Mensa den Rebound geholt hat, gut antizipiert hat, so überhaupt den Angriff eingeleitet hat. Also das sind gute Zeichen für das Team von Walter Montini. Und Elsten sowieso eine Wucht. Sie macht da wieder beide Freiwürfe, aber wenn Elsten 40 Punkte macht in dem Spiel, langt das nicht. Sie braucht unbedingt die Unterstützung von den anderen vier, die auf dem Spielfeld sind. Ich sage jetzt nochmal mit Bewegung ohne Ball, mit sich neu positionieren, mit bereit sein für die Würfe rausnehmen, wenn sie die Verteidigung auf sich zieht. Emery Stelson von der Freiwurflinie erfolgreich, trifft fast 90% aller Versuche von diesem Ort auch jetzt. Und das ist wichtig, dass sie ihrem Team
diese Erfolgserlebnisse gibt, dieses Selbstvertrauen auch ausstrahlt. Aber wie angesprochen, es braucht noch mehr. Noch deutlich mehr. Giroud. Das ist dann der Kampfgeist, den sie immer wieder an den Tag legt. Dieses Durchsetzungsvermögen. Jans, der Spielstart gehörte nicht ihr, aber sie hat noch viel Zeit, auch dieses Spiel an die Hand zu nehmen, so wie sie das gemacht hat in Spiel 1 und 2. Und dann hat sie wiederum die Möglichkeit, zur Final-MVP zu werden, so wie das 18 und 19 schon der Fall war. Definitiv der Drive in sich, der Drive zum Korb, da hat sie kompromisslos, ist sie durch Domizoli durch. Und sicher keine angenehme Spielerin zum gegen sie spielen. Das kann wahrscheinlich auch ein paar Ellbögen noch aussetzen, wenn man da den ganzen Sieg sehen muss, Angriff und Verteidigen. Ihre Coaches, auch ehemalige Coaches, betonen immer, lieber Marielle ist in deinem Team als gegen dich auf dem Feld. Also das wird bestätigt von allen Seiten. Das offensive Foul auch bei dem Block am Ball. Und um Winterthur im Ballbesitz. Ja, beinahe hätte Elson hier getroffen und noch den Bonus eines Freiwurfs obendrauf bekommen. Das wäre wichtig gewesen. Jetzt gibt es die Möglichkeit und wieder provoziert sie die Fouls. Da hat sie es gegen die Fock rausgeholt, das Foul. Auch wieder eine Spielerin, die man möglichst vom Feld abnehmen mit den persönlichen Fouls. Also sie hilft da ihrem Team momentan auf allen Ebenen. Aber wenn jetzt hier der zweite Freiwurf nicht reinkommt. Schako und vor. Ja, Freiburg ist kompromisslos. Sie haben noch ein paar Nazi-Spielerinnen auf der Bank, die noch umgespielt haben. Und der Gaspo bringt da wieder seine vier Starterinnen. Aber auch hier Koller. Sackstach geht sie da zum Korb und leitet ein. Kohler. Das ist ein deutliches Foul von der Nancy vor. Also, dass das nicht pfiffen wird. Da verstehe ich den Montini, dass er sich da aufregt. Nancy vor, kommt vor sie an. Zwei Teamkolleginnen aus der Schweizer Nationalmannschaft hier im Duell. Es geht zugunsten von Kohler aus, aber ja, mit ihr einverstanden. Wiederum gäbe es was zu diskutieren in Sachen Schiedsrichter entscheiden, in Sachen Foul entscheiden. Aber es gibt natürlich auch viel zu diskutieren in Sachen Spielverlauf und Spielgeschehen bisher. Und Elfig hat bisher eigentlich alles im Griff gehabt. Ein bisschen mehr haben wir gesehen von Winterthur, aber eben nur ein bisschen. Vielleicht einfach noch mal ganz kurz ein Kommentar zu den Schiedsrichtern. Sie haben eine Studie gemacht in der NBA. Das sind alles Profi-Schiedsrichter, die machen nichts anderes. 10% von ihren Pfiff sind falsch. Mit Videostudio beleidigt im Nachhinein. Also, wenn man von den Profi-Schiedsrichtern davon ausgeht, dass 10% falsch sind, dann muss man einfach akzeptieren, dass hier in der Schweiz vielleicht ein bisschen mehr als 10% nicht gesehen werden, am falschen Ort gestanden ist. Und ja, muss man akzeptieren. Ja, Winterthur hat noch nicht das gezeigt, was es braucht, um da wieder nochmal können Freiburg ein bisschen herausfordern. Er hat jetzt eine gute Phase gehabt, den Rückstand ein bisschen verkürzen. Sie müssen vor allem in der Verteidigung nochmal einen drauflegen und die Aggressivität wieder finden, zum Freiburg am Punkt dahin. Aber wir sehen, wir kommen von einem Spielstand von 28 zu 9 auf 31 zu 18. Also da hat in dieser Phase Winterthur deutlich mehr Punkte geholt als Elfig. Das war eine solide Phase von Winterthur, aber davon braucht es jetzt noch einige mehr. Da ein einfacher Wurf unter dem Korb von der Fock, der daneben geht. Das ist auch ein der Grund im zweiten Spiel, warum das die Winterthurinnen zurückgekommen sind. Aggressive Verteidigung, nicht aufgeben, jeder Ball ist gekämpft worden. Und dann aber auch, dass die Freiburgerinnen weniger gut getroffen haben. Das kürzt man auf 9 Punkte. 11.
Und es waren die ersten Punkte von Cinzia Tomezzoli, der Spielführerin bei Winterthur. Bejubelt von der Bank. Hier das Foul gepfiffen gegen Winterthur. Sie sagt, sie sei ganz gerade, springt aber auf, was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Und hat somit eigentlich ihre Position verlassen. Veranlasst den Schiedsrichter, um das Foul zu pfiffen. Wenn man uns an die Situation von vorne dran denkt, ist genau die gleiche Situation gehabt. Nennt sie vor allem in Charlotte Kohler rein. Und dann würde man wieder sagen, es wird nicht mit gleichen Ellen gemessen. Hier in dieser Situation absolut gerechtfertigt die Kritik. Aber wir denken auch noch einmal daran, es sind schon viele Punkte dazwischen, zwischen diesen beiden Teams. Jetzt wieder etwas weniger als zuvor. Aber es gibt natürlich für Winterthur noch andere Baustellen. Aber sowas, das ist wichtig. Und das gibt Mumm für die nächsten 5 Minuten noch in diesem zweiten Viertel. 10 Punkte noch Differenz. Bosniak da mit ihrem ersten Dreier von dieser Serie. Also das lässt wirklich hoffen, dass sie jetzt da den Rhythmus ein bisschen gefunden hat. Weil sie hat an verschiedensten Orten am Team geholfen. Einfach in der Offense noch nicht. Und wenn sie jetzt das auch noch machen kann, dann ist es natürlich eine sehr wertvolle Spielerin. Chaco. Ja, was Bosniak auf der einen Seite kann, kann auch Chaco auf der anderen. 3 Punkte obendrauf fürs Heimteam. Erst Bosniak versucht es gleich noch einmal von weit hinten. Traut sich was zu, scheitert dann aber doch. Vor sehr aktive Rolle in diesem Team. Ganz wichtiger Eckpfeiler. Zu der Aktion vorne von der Bosniak schnell ein bisschen Gedanken dazu machen. Es ist richtig, dass sie weiterwirft, dass wenn sie das Gefühl hat, ja, jetzt habe ich das Selbstvertrauen. Für mich ist die der falsche Moment. Der Ball hat noch keine Bewegung gemacht, sie kommt dann über, ist weit von der Dreier weg. Wenn sie dem noch mal ein bisschen mehr Zeit gibt, noch 7-8 Sekunden, die Elsten noch mal ein paar Verteidigerinnen auf sich zieht, sie sich ein bisschen gut bewegt, dann kommt sie zu einem viel besseren Wurf. Und das ist wichtig, dass man eben die guten Würfe findet und nicht einfach von irgendwo wirft. Ich fasse zusammen, etwas ungeduldig. Ja, und irgendwie auch verständlich, dass sich diese Ungeduld bemerkbar macht. Man ist ziemlich arg zurück. 4 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit. Und man ist dringend auf Punkte angewiesen. Wer regelmäßig trifft, das ist nicht erstaunlich, Emrys Elson. Wenn man einen Rückstand hat, dann ist man einfach auch darauf angewiesen, dass man das andere Team stoppen kann. Wenn man einfach ein bisschen Körper abwechselt, dann bleibt der Rückstand gleich. Angriffsauslösung von Elson war großartig, dann der Schrittfehler von Iva Bosniak. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Gleiches gilt für Giroud, Mensa, Sito Mezzoli. Und die reüssiert nicht. Ja, wenn man solche Geschenke in einer solchen Situation nicht annimmt, ja. Ja, schade, wunderbarer Einsatz da. Und der Mensch an der Seitenlinie erobert den Ball. Wären eigentlich 2 einfache Punkte. Da hat ein bisschen das Gefühl gefehlt dort von der rechten Seite zum sauber anblicken. 2 Möglichkeiten von der Freiwurflinie für Nancy Fora, die sich das immer wieder verdient mit diesen schnellen Vorstößen. Sie ist auf dem Weg zu ihrem 3. Meistertitel, war hier im Kader 18 und 19. Die Tessinerin im Dienste von Elfik Fribourg, die ja schon als U19-Spielerin zur Most Valuable Player gekürt wurde, zur wertvollsten jungen Spielerin der Liga. Und jetzt ist sie mittlerweile 23-jährig und eine absolute Stammkraft im Team von Romain Gaspar. Ich muss auch bedenken, dass sie grundsätzlich jeweils dann gegen die Amerikanerin oder die Ausländerin spielt. Ja, jetzt momentan gegen die Elston und im Angriff und in der Verteidigung. Normalerweise geht das immer so schön auf. Sie tun sich dann ein bisschen gegenseitig neutralisieren. Aber da
tut Nancy Forer in der Verteidigung und im Angriff sich mit der besten Spielerin auseinandersetzen, die Winterthur hat. Ja, und wenn man dann noch eine Alexis Jones hat, die sich doch auch noch meldet mit solchen Versuchen und solchen Punktgewinnen, ja, dann sieht es dann wieder etwas komfortabler aus. Und die Aktion jetzt da zeigt einfach die Qualität von dem Team. Das ist ein verpasster Angriff gewesen. Wir hatten den Ball am Boden müssen holen und irgendwie ist er in die Ecke gekommen. Und dann wirft einfach noch eine in die Rühre hinein rein. Und das ist einfach etwas, was nicht zu unterschätzen ist, dass man eben auch aus nichts etwas machen kann. Und wenn man immer muss ganz perfekt spielen, dann ist es dann wirklich schwierig zum Mithalten. Ja, da setzt sie gerade nochmal. Auch noch einmal klappt. Und das waren dann 6 Punkte unbeantwortet in Folge. Nur von ihr. Na, dann läuft's. Wir haben ja eigentlich das Gefühl gehabt, dass Winterthur ein Spiel gefunden hat, gute Aktionen gehabt. Aber Freiburg hat den Vorsprung ausgebaut. Das ist jetzt 19 und jetzt gerade 21 Punkte von uns. Es gab eine Phase, eine starke Winterthur-Phase, als man bis auf 10 Punkte herangekommen ist. Und jetzt also, wie wir es gerade gehört haben von Renato, ist es schon wieder eine Differenz von über 20 Punkten. Es sah zu Beginn des Spiels nicht gut aus und jetzt, wenn wir in Richtung Pause gehen, ebenfalls nicht. Dazwischen kam Hoffnung auf für die Herausforderer. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als würde sich Elfig Freiburg da das nehmen lassen, in der Heimhalle können den Meister zu feiern. Immer wieder wurde betont, unbedingt heute zu gewinnen, hochkonzentriert ans Werk zu gehen. Eben auch diesen Auswärtserfolg, diesen so schwierigen Erfolg auszunutzen, gleich den Schwung mitzunehmen. Und das gelingt im Moment ganz hervorragend. Und noch wenige Minuten sind es dann bis zum nächsten Meistertitel für Elfig Freiburg. Martin ist da fleissig am Durchwechseln. Wenn wir auf die andere Seite schauen, sind 4 von den ersten 5 auf dem Feld plus noch eine von der Bank. Also Gaspo, der forciert seine Topspielerinnen, er will da nichts anbrennen lassen und mal noch ein paar Leute Chancen geben. Er will das heute tun. Wenn er natürlich noch so gerne einwechseln würde, ist Ola Jatzkowetz. Sie sitzt auf der Bank, aber eben nicht bereit. Am Samstag hat sie sich am Fuß verletzt. Heute kann sie nicht mittun. Man hat noch gehofft, dass es vielleicht doch klappen würde. Aber sie fehlt ihrem Team. Ein Team, das jetzt mit 29 zu 48 hinten liegt. Schöne Aktion da von Domizoli in der Verteidigung. Schon fast nach einem Korb ausgesehen. Aber da holen sich die Friburgerinnen gerade den Ball wieder zurück. Letzter Wurf vor der Pause. Ja, es sind 19 Punkte Differenz nach der ersten Halbzeit. Über weite Strecken eine ziemliche Machtdemonstration von Marielle Schiru und Co. Und Schiru hat nicht einmal immer gespielt. Wir haben vor allem Ande auch für die Musik gesorgt. Und wenn ich so neben mich blicke, dann Renato, dann siehst du nicht mehr allzu viel Hoffnung für den BC Winterthur. Ja, wenn wir jetzt da nochmal schauen, wie es ausgesehen hat vom Scoring her in der Viertel. Also eben, sie heben wieder mit Winterthur. Es ist 25-22 für Freiburg im zweiten Viertel. Einmal mehr zeigen sie punktuell, dass sie da mitspielen können. Das Spiel geht leider 40 Minuten und wenn du nach 10 Minuten davon Schwierigkeiten hast, dann langt es dann eben am Schluss nicht. Am Samstag kam Winterthur in der Halbzeit noch bis auf 12 Punkte ran. Jetzt sind es mehr Punkte als das, die noch aufzuholen sind. Winterthur gibt das Spiel noch nicht auf, ist ja verständlich. Spiel Nummer 3 ist immer noch im Gang oder besser gesagt jetzt in der Pause. Wir melden uns wieder, wenn es weitergeht, in der Saint-Leonard-Halle Fribourg auf dem Weg zum Meistertitel gegen den BC Winterthur. Bis gleich.
I'm gonna go.
Thank you.
19 Punkte Differenz zwischen Elfig Fribourg in Weiß und den Herausforderern BC Winterthur. Wir sind in Spiel 3 nach der Halbzeit. Elfig führt in der Serie 2-0, braucht heute noch den Sieg für den Meistertitel. Und die Ausgangslage im Hinblick auf die zweiten 20 Minuten fürs Heimteam absolut grandios. Am Samstag waren es 12 Punkte Differenz, die Winterthur aufholen konnte, heute also 19. Was spricht noch dafür, dass es Winterthur auch heute gelingen könnte? Renato Matsch. Also ich glaube, die Winterthurerinnen haben bewiesen, dass sie nicht aufgeben. Sie werden weiterkämpfen, sie werden alles dran setzen, um da nochmal hinzukommen. Wie ihnen das gelingt, wird von den gleichen Faktoren abhängen, wie wir schon gesagt haben. Das mit Spielerinnen, Punkten und das grandiose zweite Halbzeit anspielen, wo sich das vielleicht nicht gewöhnt sind in dieser Rolle. Und sie müssen das gegen Spielerinnen machen, die Profiverträge haben. Aber es ist möglich, sie haben das gezeigt, dass sie das können. Und sie haben eine kleine Chance, bleibt ihnen noch. Aber wenn wir sehen, eben, wie das die Statistik aussieht in der ersten Halbzeit, sehen wir eigentlich bei allen Friburgerinnen, außer bei den Kuhnen, beim Scoring, dass sie genau oder sogar besser als ihre Zahlen unterwegs sind. Sie rufen ihre Leistung ab. Und das klingt bei den Winterthurerinnen noch nicht so. Ob jetzt das an der guten Verteidigung liegt oder ob man gleich ein bisschen nervös ist. Aber ja, eben, es spielen 20- und 19-Jährige gegen 27-jährige Profis. Das muss man auch berücksichtigen, also denn ihre Zeit kommt noch. Und wir wollen nicht vergessen, dass Walter Montini, Coach von Winterthur, ja gesagt hat, wir müssen noch lernen, ganz klar, unter Finalbedingungen auch Basketball zu spielen. Also dieser mentale Druck, die Physis, die da einem auch entgegenkommt, das gilt es alles an Erfahrungen mitzunehmen, definitiv. Denn Winterthur hat gezeigt, man kann Elfig herausfordern. Das soll in den nächsten Jahren so sein. Im besten Fall kann es auch jetzt in der zweiten Halbzeit noch so sein. Fogg dann mit dem zweiten Versuch erfolgreich und damit auch bei 50 Punkten angekommen, Elfig gegen 29. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, so Playoff-Serien in jedem Sport, ob jetzt das Eishockey, Basketball ist, das ist etwas Spezielles. So viele Mal in so kurzer Zeit gegen die gleiche Mannschaft spielen, das ist eine mentale Arbeit auch. Ich weiss, jetzt muss ich wieder gegen die gibt mir dort den Ellbogen oder nein, und das funktioniert nicht. Also von dem her, das ist wirklich etwas, wo man ein bisschen lernen muss. Und Marielle Giroux hat schon genügend Erfahrung gesammelt in ihrer Karriere, hat auch genügend Titel gesammelt. Sie ist so die Titelhamsterin, süchtig nach Erfolgen. Auch dort, wo sie spielt, wird gewonnen, kann man eigentlich sagen. Ist ja gekommen von Helios und hat dafür gesorgt, dass es neue Stärkenverhältnisse gibt im Schweizer Basketball. Sie hat viele Meisterschaften geholt, zuletzt und jetzt eben auch bei Elfig. Titel seit 2013 bis 2019 7 Meistertitel in Folge. Im letzten Jahr gab es dann keine Titelvergabe und jetzt ist sie auf dem Weg zum 8. Meistertitel. Also wenn es so einfach wäre, dann würde ich mir in Winterthur überlegen, ob wir Marcel Giroux unter Vertrag nehmen, aber das ist es ja dann auch nicht. Sie bauen in Winterthur wirklich schon längere Zeit eine gute Sache auf. Fribourg hat vielleicht auch noch ein bisschen finanziell andere Möglichkeiten im Moment und ist sicher das Frauenteam in der Schweizer Meisterschaft, das dominiert und den Ton angibt. Ja, und das gilt auch in diesem Spiel bisher, auch hier in dieser zweiten Halbzeit. Jetzt versuchen sie auch noch etwas zu zaubern. Jones für Fogg, die Amerikanerin auf die Kanadierin, die offenbar mit ihren Rückenschmerzen leben kann, spielen kann, ist zurück und ja, sorgt dafür, dass man punktet, dass man blockt und dass man immer wieder Foulspiele provoziert.
gesagt, dass Delsen das immer sehr schön macht. Aber da zeigt es auch Marcel Giraud, wie man ein Foul rausholt. Der letzte Schritt geht richtig Verteidigung. Und so bleibt der Verteidigerin gar nicht mehr anders übrig, als da ein Foulspiel zu machen. Man kann wie nicht mehr ausweichen. Sie war die Frau, die für den Unterschied gesorgt hat im letzten Spiel von der Freiwurflinie. Ganz cool, auch in den ganz heißen letzten Sekunden des Spiels, als Winterthur noch einmal das Spiel ausgleichen konnte, diesen Rückstand hat aufholen können. Und dann eben war es ihre Coolness, ihre Erfahrung, die sie ausgespielt hat. Und hier auch noch einmal getroffen. Auf der anderen Seite dann aber Luab. Telenor hat wirklich im Spiel 2 und jetzt auch im Spiel 3. Sie bringt die zusätzliche Energie, sie geht da rein und holt den offensiven Rebound. Macht den Korb. Sie gefällt mir sehr gut. Kohler hier keine Chance gegen Vogt in diesem Zweikampf. Perfekt getimter Pass von Giroud. Und dann Vogt unter dem Korb ganz sicher. Mensa. Ersten. Kohler. Ja, das ist auch eine Statistik, die gar nicht für Winterthur spricht. Das war der 12. Versuch von der Dreierlinie und man hat bis jetzt nur einen getroffen. Und mit so einer Quote von der Dreipunktenlinie, wenn man vor allem dann auf den Wurf setzt, kann man nicht mitspielen. Und da blicken wir natürlich auch noch einmal auf die Statistik von Ola Jackowicz. 40% ihrer Versuche von der Dreipunktelinie oder hinter der Dreipunktelinie waren eben auch Erfolge. Also auch da fehlt sie natürlich in dieser Bilanz. Hilft jetzt nichts bei Winterthur. Es geht in die verbleibende Spielzeit im dritten Viertel. Allerdings mit weiteren Möglichkeiten für Abigail Fogg. Zwei Punkte obendrauf, 25 Punkte Defense. Ja, das ist sicher eine schwierige Phase für Winterthur. Sie kämpfen, sie probieren, sie tun. Und jedes Mal, wenn sie aufschauen, sind sie noch mal ein bisschen mehr hinten drin. Natürlich ist die Moral ganz schwierig, um da dranbleiben. Aber da geht einer rein für die Elsten, bleibt ein bisschen am Ring hängen. Das Glück auf ihrer Seite. Walter Montini hat ja gesagt, ich erwarte nicht von allen 25 Punkte. Jetzt hätte er gerne 25 Punkte, egal von wem. Die bräuchte es, um das hier noch zu drehen. Aber man hat auch das Gefühl, wenn Elfig in diesem Tempo weiterspielt, auch mit dieser Genauigkeit und Präzision weiterspielt, dann sieht das hier ganz hervorragend aus. Das Spiel wurde auch schon als Dampfwalze bezeichnet. Das ist natürlich absolut positiv gemeint, wie man da das Spiel aufzieht und auch zum Teil über den Gegner drüber fährt sozusagen. Also das ist schon beeindruckend, was Elfig in dieser Saison gezeigt hat. Es sieht so aus, als hat Fribourg den Ball am Schluss wieder. Zwei offensiv. Die offensive Rebound, das jetzt noch mit einem Foul kombiniert, aber gleich. Sie verwerfen zweimal und haben am Schluss den Ball wieder und dürfen noch das dritte Mal probieren. Ersten mit dem Angriffsversuch hier. Foul rausgeholt. Und Walter Montini, der weiß auch, dass dieses Unterfangen hier mehr als schwierig ist und sein wird. Da hat er es auf dem Weg zum Korb gesehen, ob es faul ist.
vor dem Wurf versucht und darum hat man da auf der Seite weiter gespielt. Schöne Bewegung im Low Post. Hat sie vorher natürlich da ein bisschen unterlegen von der Körpergröße her. Und dann ist es Amherst Elson, einmal mehr sie, die erfolgreich ist für den BCW. Holt auch dieses Foul hier raus. Es sind so kleine Erfolgsmomente, die gut tun. Schön, Defense da. Nachher geht sie wieder in die Verteidigerin rein. Mindestens Foul holt sie dann damit raus, wenn sie nicht zum Wurf kommt. Aber es ist, und du hast es angesprochen, natürlich so, dass bei Winterthur, wenn wir jetzt einfach die Ausländerinnen auch miteinander vergleichen, also hätte man drei Elsten auf dem Platz, es sähe ganz anders aus. Und das hat halt Elfig Fribourg. Und das sind so Unterschiede zwischen diesen Teams, die sind nicht wegzudiskutieren. Ja, absolut. Also wenn man Fribourg in dem Sinn, nein, Winterthur in dem Sinn, eben, loben und das Kränzchen winden. Also, sie tun mit sicher weniger gutem Personal mit einem sehr starken Team mitheben. Und braucht vielleicht noch die ein oder andere Verstärkung auf Seite von der Winterthurerinnen, dass man dann auch das Team mal schlagen kann. Wir sind wieder unter der 20-Punkte-Marke in Sachen Defense. Ja, Juha hatte die gute Ausgangslage, vergibt allerdings die Chance. Giroud für Fogg. Und die ist natürlich mit ihrer Körpergröße immer wieder sehr gut anspielbar, wenn sie da die Arme ausfährt. Zeigt an und Juha kann sie nur noch so stoppen. Gut, dann hat Giroud natürlich auch eine grandiose Übersicht. Das ist Ola Jackowicz, die mitgereist ist, aber eben wegen ihrer Bänderverletzung nicht mittun kann, schmerzhaft vermisst wird. Sie ist ja zwischenzeitlich aus dem ersten Schatten getreten in diesen Playoffs, hat ja im Halbfinale beispielsweise mal 37 Punkte erzielt in einem Spiel und damit auch persönlichen Saisonrekord aufgestellt. Punkte, die man ja noch so gerne hätte. Elston hat jetzt wirklich, glaube ich, entschieden, dass wenn die anderen nicht können, dann tue ich mal. Geht zum Korb, stark, holt wieder das Foul raus. Und wir haben es gesagt, wenn ich zwei Punkte vorne mache, ist das wichtig. Aber wenn ich die zwei Punkte hinten nicht kann verhindern kann, dann sind wir immer noch bei den 19, 20, 21 Punkten. Das geht am Schluss dann nicht auf. Also man muss jetzt da Möglichkeit finde, in der Verteidigung ein paar Stops anzulegen, hintereinander und erfolgreich bleiben im Angriff, sodass man da nochmal ein bisschen ankommt. Wir achten auf diese Defensivarbeit. Ja, wenn man jetzt hier wieder sieht, wie die Friburgerinnen den Ball überkommen nach einem Pass und nach einem zum Wurf kommen, da ist weniger Aggressivität drin als in dem dritten Viertel in Winterthur. Dort ist man aufgekommen und hat den Pass verhindert. Die Friburgerinnen mussten etwas machen, um den Ball zu bekommen. Und jetzt kommen sie relativ einfach, da wieder einen wunderschönen Wurf von der ersten in den Ball zu sitzen und können nachher ein Spiel aufziehen. Amherst Elson, immer wieder sie. Und sie sorgt dafür, dass wieder etwas Hoffnung aufkommt, wenn man jetzt eben defensiv auch gut arbeiten kann hier gegen Giroud. Ja, und der Ball gehört Winterthur. Und jetzt wäre es wichtig, könnte man daraus Profit schlagen. Ja, der Einsatz in der Verteidigung hat ganz viel mit Moral zu tun. Also eben, sehe ich noch eine Chance, lohnt es sich für mich innerlich noch, um nochmal so richtig Gas zu geben und alles rauszuholen in der Verteidigung. Nicht vorne ein paar Dreier werfen, sondern hinten Ball erkämpfen, Rebound holen und nachher vorne schauen, dass wir zu Punkten kommen. Das, müssen jetzt die Winterthurerinnen sich selber versuchen zu finden, dass wir da nochmal ein bisschen das Spiel eng machen. Enza für Bosniak, verschafft sich Platz. Da
Was für ein Einsatz. Das war toll gemacht auf Winterthurer Seite von Maria Siafaitor. Jetzt also auch die Spanierin mit ihren Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Elston. Also der Kampf ist da, wir sehen, die gehen rein, die holen sich nochmal eine Chance raus. Sehr schön gemacht von der Elston, wird da geblockt, aber gibt nicht auf. Und im dritten Versuch geht der Ball rein. Und jetzt steht es 12-1. Und ich glaube, du weißt, was ich damit meine. In der gleichen Zeit, wie Elfig einen Punkt gemacht hat, hat Winterthur 12 gemacht. Also wir gehen schon wieder in eine ähnliche Richtung wie noch in der Neu-Hegi-Halle am Samstag, als Winterthur aufgeholt hat und irgendwann ausgeglichen hat. Aber von diesen Phasen braucht es jetzt noch einige mehr. Und vielleicht kommt ja die nächste jetzt noch in der Schlussphase des dritten Viertels. Wir haben jetzt den Ball nochmal zurück über. Deutlich Schrittfehler da. Nimmt ihr ein Pivot-Bein mit. Sie ist nicht so einverstanden. Jenny Diego Bravo zurückgepfiffen. Man sieht jetzt das. Man kann das einfach rechnen. Man war bei minus 19 an der Halbzeit. Und da leider der Ball gerade wieder zurück, der Friburgerinnen. Kommt mit einem 11-Punkte-Run wieder an. Aber dann ist man einfach immer noch hinten drin. Und wenn man das in Winterthur gemacht hat, mit 12-Punkte-Rückstand, ist das Spiel nachher ausgeglichen. Also es spielt eben gleiche Rolle, was in der ersten und im zweiten Viertel alles geht. Und was geht jetzt bei Elfig? Kann man sich aus dieser relativ schwachen Phase lösen? Die letzten zwei Minuten des dritten Viertels noch bestimmen. Elston und Siafa. Noch einmal sie. Jetzt klappt's. Die Spanierin trifft ebenfalls. 12 Punkte Differenz. Ja, sie erkämpft sich dort auch mit dem offensiven Rebound nochmal eine Chance. Da sieht man, wie wichtig die eben sind. Und jetzt man gespürt, die Friburgerinnen kommen da nochmal rein, dürfen sich jetzt nicht demoralisieren lassen von zwei Punkten. Das ist klar, dass die Friburgerinnen wieder mal machen, aber gerade weiter Gas geben, nochmal ein bisschen daran glauben, schön angespielt. Mensa für Kohl, aber diese Punkte, die tun weh, die man hier vergibt. Und auf der anderen Seite hat Elfig eine neue Gio, die für die letzten Erfolgserlebnisse hat sorgen können. Aber also, da sah Romain Gaspo schon locker aus. Hat er nicht ein Lied mitgesungen in der Pause? Da schien er ziemlich locker zu sein. Jetzt schon wieder etwas mehr Anspannung. Ja, der Blick hat jetzt also noch nicht nach Meister 4 ausgesehen. Bosniak bleibt unglücklich. Hat es versucht. Ein Fehlversuch von der 3-Punkte-Linie. Wieder ein Wurf, den sie muss nehmen. Sie ist an ihrer Position frei. Aber eben denken wir daran, die ist 19-jährig, die hat ganz bestimmt noch viele, viele Playoff-Serien vor sich. Und auch hier ist es das Thema, dass man diese Erfahrungen erst einmal sammeln muss, auf diesem Niveau in einem Final zu stehen. Es ist für Winterthur erst der zweite Final überhaupt der Clubgeschichte. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Das ist ganz richtig. Da kommen noch Finalserien, wo Bosniak nachher wird eine andere Rolle spielen. Es ist ein Unterschied, ob man als junge Spielerin ein bisschen auf dem Feld ist und man ein bisschen punkten kann und noch nicht wirklich die Verantwortung auf einem liegt. Und plötzlich, hey, nein, ich muss. Sie erwarten von mir so und so viel Leistung in Offense und in Defense. Und das dann abrufen im richtigen Moment, das ist anspruchsvoll. Hier haben wir Iva Bodniak. 42 Sekunden noch im dritten Viertel. Ja, diese Differenz, die will irgendwie nicht so recht schrumpfen. Elston Kohler, der haut sich was zu, scheitert von hinter der 3-Punkte-Linie. Bodniak, Mensa, Elston. Und Siafa Eto'o, die kämpft und rackert in der Zone. Aber
Ja, da hat Walter Montini jemanden können bringen, der wirklich nochmal so ein Gas gibt. Da ist sogar frei unter dem Korb, aber man sucht Elston, sie soll das richten da. Aber das ist der Pfiff gegen sie und das ist ihre Enttäuschung darüber, kurz vor Schluss des dritten Viertels. Ja, Freiburg ist unterdessen bei 1 von 16, 3 Punkte Wurf angekommen. Winterthur? Entschuldigung, ja, Winterthur. Von 1 von 16, das ist natürlich eine Quote von 5%. Sieht auf dieser Seite anders aus, der Alexis Jones mit einem erfolgreichen Dreier. Ich glaube, Omer Gaspo nimmt das gerne mit in seine Ansprache jetzt gleich, wenn er mit dem Team noch ein letztes Mal reden kann, in einer offiziellen Unterbrechung. Drei Viertel dieses Spiels sind durch und Elfig ist weiterhin ziemlich souverän auf dem Weg zum Meistertitel. Aber Winterthur hat schon auch gezeigt, dass da noch eigentlich noch was drin gelegen wäre. Es gab eine sehr starke Phase, es gab mal einen Moment, als man noch mit 10 Punkten zurücklag, aber eben ansonsten jetzt der Unterschied im Hinblick auf die letzten 10 Minuten schon wieder sehr groß, zu groß. Ja, Freiburg müsste jetzt wirklich ganz stark einbrechen in den letzten 10 Minuten, dass sie da mit einem 16 Punkten Vorsprung das Spiel noch 19 Punkte Vorsprung, das Spiel noch aus der Hand geben. Ich sehe nicht, dass das passiert. Die Winterthurerinnen haben einfach nicht genug Firepower, wie man so schön sagt, im Angriff, dass sie jetzt da nochmal richtig gefährlich werden können. Sie können weiterhin aggressiv kämpfen in der Verteidigung und der Friburgerinnen ungemütlich werden, aber ich glaube nicht, dass sie irgend von einer Spielerin da 20 Punkte in dem Viertel überkommen. Das scheint mir jetzt sehr unrealistisch. Also wenn man eben nochmal schaut, sie sind mit 16 hinten nach dem ersten, nach einem gleichen Spiel langsam aus, können jetzt das dritte Viertel 16 zu 16 gestalten. Das ist ein Range, wo eigentlich für sie müsste sein. Sie müssten irgendwo zwischen 16 und 20 Punkte machen und 16 und 20 Punkte zulassen. Irgendwo dort zwischen denen, glaube ich, sind ihre Möglichkeiten. Und sobald das nachher sie nur 7 machen, die anderen 25 machen, dann ja. Und wenn es natürlich immer gleich beginnt, dass Elfig einen solchen Spielzug zeigt und dann auch reüssiert, dann ist das immer auch ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für den BC. Die gefällt mir sehr gut. Jetzt auch da geht sie wieder stark zum Korb vom High Post aus. Zieht das Foul. Es ist erstaunlich, dass sie erst so spät da aufs Feld gekommen ist. Erst in der zweiten Halbzeit im Einsatz. Der Ersatz sozusagen für Ola Jatzkowetz. Zu Beginn noch Auswechselspielerin. Sie hat ja erst 4 Spiele vor dieser Partie heute in dieser Saison bestreiten können. Einmal nur zum Einsatz gekommen in den Playoffs. Und heute also im Aufgebot jetzt auch auf dem Platz. Dies noch in den nächsten 9,5 Minuten. Kuhnen. Schiu. Zieht das Foul und beim Wegfallen wirft sie den übers Brett rein. Das ist wirklich klasse für sich da. Marielle Schiu, die eine schwache Startphase eingezogen hat in dieser Partie oder sagen wir Fehler gezeigt hat, die wir sonst nicht so gewohnt sind von ihr. Ich glaube, so ist es besser ausgedrückt und jetzt also ist sie da zum echten Zeitpunkt und sorgt für weitere Punkte bei Fribourg. Ja, eben, man sagt, sie hat ein schlechtes Spiel. Wirft über 50% von den Zweier, macht 14 Punkte. Sogar 17 jetzt, hat 7 Rebounds. Das Einzige eben sind die Turnovers, wo man von ihr nicht so gewöhnt ist, wo sie wahrscheinlich ein oder zwei mehr gemacht hat. Auch da wieder einer, der sich den Ball wegnehmen lässt. Aber sonst liefert sie da deutlich ihre Leistung ab.
Seit sie angekommen ist 2017, hat sie Fribourg zu einem absoluten Gewinnerteam gemacht. Gleich in der ersten Saison bei ihrer Ankunft hat man das Triple geholt und eben auch die Meistertitel seither ein Geheimnis. Und es sieht nicht danach aus, als würde diese Dominanz im Schweizer Frauenbasketball aktuell unterbrochen. Ja, es gibt Spielerinnen und Spieler, die machen das Team viel mehr eben gut. Nicht nur, weil ich 20 Punkte mache oder so und so viele Rebounds hole, sondern der ganze Approach und die ganze Stimmung innerhalb des Teams kann sich ändern mit so einer Spielerin, die Erfahrung mitbringt, die Meistertitel mitbringt. Das kann eine Auswirkung haben auf allen Niveaus, auf Trainingsqualität, auf den Zusammenhalt. Also es gibt immer wieder so Spielerinnen und Spieler, die weit über den Parkett aus noch einen Einfluss haben. Und dann kommt dieser Punkt hier, oder diese drei Punkte, will ich sagen. Sie hat uns gehört, ganz offenbar. Ja, letzte Sekunde Wurf vor oder ein paar letzte Sekunden. Dann wirf ich halt. Diese Spielfreude sehen wir der 33-Jährigen immer wieder an. Sie kann auch anders, das haben wir auch schon gesehen. Aber eben dann sowas, es ist schon beeindruckend. Und alles, was du aufgezählt hast, es kommt auch noch dazu, dass es bestimmt so eine gewisse Magnetfunktion hat, oder? Also bei Ausländerinnen, die man dann holen kann, weil sie wissen, dass Marielle Giroux da ist. Bei jungen Talenten ebenfalls, die dann gerne zu Fribourg kommen. Also das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ja, absolut. Ja, die Erfolge auf dem europäischen Parkett geben natürlich wieder Möglichkeiten zum Spielerinnen anziehen, so Spielerfiguren wie Giro, das ganze Umfeld, das sind nachher alles Faktoren, ja, wo man sagt, oh, denen würde ich auch gerne mitspielen. Und ja, man hat dann auf allen Ebenen ein bisschen Vorteile in dieser Situation. Ein paar finden das ein bisschen unfair, aber sie haben sich das auch erarbeitet. Ja, wer will nicht bei einem Gewinnerteam mitspielen? Und das ist Elfig definitiv, auch in dieser Saison. Man hat dann auch noch die Möglichkeit, im Cup-Final am 8. Mai sich einen weiteren Titel zu holen. Also das sind hervorragende Aussichten. Jetzt aber noch die 7 Minuten und gut 20 Sekunden in diesem Spiel. 72-51 und Kohler versucht's. Ich finde es wichtig und richtig, dass die jungen Spielerinnen nicht aufhören, vorne Akzent versuchen zu setzen und zu werfen. Ich bin nicht ganz überzeugt, dass sie den richtigen Moment finden, um das zu machen. Es gibt immer wieder Situationen, wo sie Verteidigerinnen auf sich ziehen können, einen sauberen Pass spielen können und dann wäre der schöne Moment, um den Abschluss zu suchen. Und den verpasst man ein bisschen und dann muss man in einen anderen Moment. Das ist ein bisschen schade, aber eben, auch das. Das kann man durchaus lernen. Und der Kuhnen geht nicht rein heute. Taylor Kuhnen, zu Beginn dieses vierten Viertels hat sie das Erfolgserlebnis gehabt, aber jetzt auch wieder gescheitert. Aber eben auch das zeigt ja, es geht sogar auch so für Elfig. Schaku. Giroux. Wow. Ja, das war ein nettes Zusammenspiel zwischen den beiden Nationalspielerinnen. Die eine 19, die andere 33. 22 Punkte für Marielle Giroux. Ja, und wenn wir es haben von Final-MVP, ich glaube, dann wissen wir wohl alle, wer zu oberst steht in dieser Auswahl. Spiel 1 dominiert, Spiel 2 dominiert und auch jetzt wieder Anführerin und lässt nichts anbrennen. Und das ist wichtig für Elfig, dass man sich hier nichts anmerken lässt. Auch nach der starken Phase von Winterthur sofort wieder den Tritt gefunden. Also, was ich immer noch ein bisschen faszinierend finde, wenn man jetzt da die Bank sieht von Fribourg, 3 Spielerinnen auf der Bank, 23 Punkte Vorsprung, immer noch angelegt. Noch nie auf dem Spielfeld gesehen in den 3 Spielen. Und das finde ich schon auch. Ja, ist eigentlich recht krass, dass man nicht die Möglichkeit findet, um die einbinden und auch mal Erfahrungen zu sammeln. Wenn es 2 Minuten sind, 3 Minuten, das müsste irgendwie ein bisschen dazu kommen. Die Rede ist von Justine Solberger, Flora Stojanov und Morgan Gull.
die haben noch keine Sekunde Einsatzzeit bekommen. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Und würden sich trotzdem Meisterin nennen können. Ja, da sieht man wieder, dass man eben auch einen Impact hat, ohne dass man dann punktet. Foul aus, zuerst Steal gemacht, dann Foul rausgeholt. Also Taylor Coonan, der an der gleichen Universität gespielt hat wie der Michael Jordan. North Carolina Tar Heels. Sie ist da immer noch auf dem Parkett, auch wenn sie nur 2 Punkte, in Anführungszeichen nur, bis jetzt können erzielen. Kamia aus der NCAA hat dort in der letzten Saison noch fast 15 Punkte pro Spiel gemacht und war eine der Neuen im Team von Romain Gasper. Ja, es ist so, dass ich wirklich auch bei den besten Spielerinnen und Spielern, es gibt so Tage, da hat sie wieder einen Deckel drauf bekommen. Alles, was man probiert, funktioniert nicht richtig. Nicht, dass dir das jemals passiert ist, du hast das vom Hörensagen mitbekommen. Schön, Herst. Herst. Ja, sie hört nicht auf, sie geht weiter. Und da geht sie das erste Mal vom Spielfeld in dieser ganzen Serie und wird das Spiel nicht können beenden, weil sie macht ihr 5. Foul in dem Spiel und muss dementsprechend vom Platz. Amarist Elson, sie war die klare Anführerin, die Antreiberin ihrer Mannschaft und das hat sie zweimal grandios gemacht, auch heute bis jetzt gut 6 Minuten vor dem Ende und jetzt kann sie nicht mehr mittun und es ist so, diese Mannschaft, die hat so sehr von ihr gelebt und diese Mannschaft braucht eigentlich doch mehr von der Sorte und Qualitätsformat von Amarist Elson. Ja, zum einen ist das richtig, aber zum anderen glaube ich einfach, eben dass die Spielerinnen wie Bosniak, Kohler, Luab, die dürfen sich unbedingt auch mitentwickeln, weil am Schluss eben, eine Schweizerin wird wahrscheinlich MVP und nicht die Amerikanerin bei Fribourg. Also man braucht eben die Leute am Schluss als Kern über längere Zeit können erfolgreich sein, braucht es die jungen Schweizerinnen oder nachher erfahrene Schweizerinnen, um da richtig mitzutun. Jetzt auf jeden Fall die Topscorerin Amarist Elson nicht mehr mit dabei in diesem Spiel. Sitzt ganz links außen auf der Bank. Für Winterthur Mensa am Ball. Luab. Sie ist sicher auch eine Spielerin, die in Zukunft noch mehr Verantwortung darf übernehmen. Sie macht 10 Punkte pro Spiel in der Saison, 4 Assists. Und momentan verteilt sie den Ball ein bisschen mit einfachen Pässen. Sie hat ein bisschen Selbstvertrauen verloren, was sie im Spiel 1-2 hat. Aber ich glaube, die Zukunft gehört sicher den jungen Spielerinnen auf dem und Winterthur. Von Winterthur. Wahrscheinlich auch beiden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese zwei Teams auch in Zukunft ganz vorne mitmischen werden. Man sagt auf jeden Fall schon einmal im Hinblick auf die Kader für die nächste Saison, man habe gute Gespräche geführt. Noch sind keine Abgänge oder Zuzüge spruchreif. Es gibt, stimmt nicht ganz, bei Winterthur gibt es den Abgang von Buhr, die ja dann den Verein verlassen wird. Aber ansonsten diesbezüglich noch nichts definitiv geklärt. Ich sehe dann auch aus, als wäre da noch irgendwas technisches Foul noch dazwischen geraten. Freiwurf auf Seite, die Trophy. Ja, der Ball gehört Elfik. Und wir haben Fiora Stojanov. Das erste Mal in dieser Serie auf dem Spielfeld. Ich merke schon einem Tonfall an, du bist sehr, sehr happy, dass sie jetzt endlich mittun kann. Ja, sie ist Schweizer Nationalspielerin und
Ich finde, um Schweizer Basketball weiterzubringen, müssen diese Spielerinnen können Erfahrung sammeln auf dem Feld. Vielleicht auch vor den letzten vier Minuten von einer Finalserie. Aber am Schluss muss das Trainer entscheiden. Ja, Flora Stojanov, die kommt aus der Juniorenabteilung von Fribourg. Dumpfte auf mit einem ganz starken Ausbildungszentrum. Da ist ja Roman Gaspo übrigens, der Head Coach dieser Mannschaft, auch der Chef dieses Ausbildungszentrums. Also der kennt diese jungen Spielerinnen natürlich sehr, sehr gut. Jetzt ist die Hoffnung halt einfach auch, dass er diese dann immer mehr auch einsetzt, ihm Vertrauen gibt. Das gilt vor allem dann im Hinblick auf die nächste Saison, vielleicht ja auch im Hinblick auf den Cup. Es ist ein bisschen zu lang rumgespielt und die Wurfuhr ist abgelaufen. Die Freiburgerinnen, der Wurfversuch. Stojanov hat den Ball, den Ring nicht berührt, darum hat die Wurfuhr auch nicht neu gestartet. Und da ein bisschen ein ruhiges Gesicht von der Charlotte Kolle. Ich glaube, sie realisiert jetzt, dass es da jetzt wirklich nichts mehr zu holen gibt. Ja, sie hat sich derart gut entwickelt in der letzten Saison bei Aarau, dass man sie dann zur Winterthur geholt hat. Eines der absoluten Top-Talente aus dem Schweizer Nachwuchs. Sie hat ja bei Fribourg auch schon gespielt, noch in der NLB. Und jetzt mittlerweile also in der Region Winterthur zu Hause und in dieser Mannschaft eine ganz wichtige Figur geworden. Und bei ihm sieht es mittlerweile schon etwas besser aus. Roman Gaspo schon etwas entspannter. Auch kein Wunder, wenn er nach oben blickt, auch wenn das hier geklappt hat. 81 zu 55, 3 Minuten 20 noch. Da wird für Elfig nicht mehr viel anbrennen. Das Team ist auf dem Weg zum dritten Titel in Folge. 18, 19 gewonnen und voraussichtlich auch in dieser Saison. Ja, da hat Alexis Jones schnell einen WNBA-Pass ausgepackt. für das ist ihre Mitspielerin Jenny Digo nicht ganz parat gewesen. Da ist er ein bisschen schnell vorbei. Aber die Passspielerin ist genauso verantwortlich, dass ein Ball ankommt, wie die Spielerin, die ihn fängt. Dann muss ich auch sollte ein bisschen anpassen. Ja, sie hat in der besten Liga der Welt gespielt, hat dort auch den Titel geholt 2017. Jetzt dürfte es dann bald einen weiteren obendrauf geben. Eben, wenn man überlegt, also so eine Spielerin im Kader, also ja, Delson ist sehr gut gewesen, aber das ist Qualität. Unglaublich. Da, Mensa mit ihren ersten Punkten, das kann sie gut. Schafft sich Raum, über einen 2-Punkte-Wurf. Und von dem braucht es in Zukunft mehr. Belinda Mensa, die hat ja in der letzten Saison noch in diesem Team von Roman Gaspo gespielt. 10 Spiele hat sie dort gemacht und absolviert. Gut, wir müssen zwar auch sagen, Roman Gaspo kam ja dann erst im Verlauf der Saison als Coach wieder zurück zu Fribourg, ausgerechnet nach einer Niederlage, einer dieser seltenen Niederlagen gegen Winterthur. Aber wenn Fribourg mal verliert, dann brennt der Ball. Ja, da werden sofort Änderungen eingeleitet. Sofort Trainerwechsel. Man hat natürlich auch gehofft, diese neuen Impulse würden das Team nochmals weiterbringen. Und also ich glaube, diese neuen Impulse sind definitiv angekommen, ohne Niederlage durch die gesamte Saison auf nationaler Ebene. Einzig europäisch, aber auch da kam man so weit wie noch kein Schweizer Team zuvor. Das ist schon absolut beeindruckend und das zeigt halt auch diese Dominanz von Elfig im Schweizer Frauenbasketball. Und dies im 10. Final in Folge. Jetzt hat auch noch die Zürcherin aufs Parkett geschafft. Morgan Gull ist eingewechselt worden. Sie von GC Basketball nachher über die GC Fribourg gekommen. Da hat
der Schiedsrichter auf ein sportliches Foul empfiffen. Dann gibt es auch keine Rebounds, zwei Freiwürfe und Ballbesitz nochmal für Fribourg. Aber das ist jetzt alles nur noch ein bisschen Resultatkosmetik. Die Entscheidung ist definitiv gefallen. Vorbereitung auf die Meisterfeier, die man sich so sehr vor eigenem Anhang erhofft hat. Bereits schon im dritten Spiel, um nicht noch einmal Hoffnung aufkommen zu lassen bei Winterthur. Man wusste nämlich schon um die Stärken der Herausforderinnen. Das hat man ziemlich stark gespürt am Samstag. Und wäre dieses Spiel noch anders ausgegangen, wie würde das aussehen in dieser Serie? Aber eben, das ist alles schon wieder Vergangenheit. Ich glaube, das erste Spiel, würde ich jetzt mal behaupten, ist wirklich die Chance eigentlich am grössten gewesen, von den Winterthurerinnen zum Nexplan können anbringen. Bis auf das vierte Viertel dann, resultatmäßig in Winterthur knapper. Aber dort war es wirklich klar verteilt gewesen. Aber das erste Spiel, das war also wirklich so stark von Winterthur. In einem Viertel 29 Punkte gemacht. Am Meister Paroli geboten. Und dann ein viertes Viertel, das dann leider nicht mehr so gut ausgeht. Jetzt darf auch Vivien Machek noch ans Werk. Die erst 16-Jährige, die hier noch zu einigen Einsatzsekunden kommt in diesem Finalspiel. Ja, in der letzten Minute Winterthurin am Boden, kämpft um die Bälle, zeigen Moral. Und der zweite erfolgreiche Dreier macht die gewechselte Vivien Machek. Und er weiß auch, Romain Gaspo, er ist so nahe dran am zweiten Titel mit Elfig Fribourg. Der erste ist 10 Jahre her. Und jetzt wird er gleich feiern dürfen. Noch hier der Angriff von Elfig. Die letzten paar Sekunden. Luop. Mensa. Noch einmal Mensa und dann noch Luop und dann war es das von diesem Spiel und von dieser Serie. Elfig Fribourg ist Schweizer Meister, die Schweizer Meisterinnen im Basketball. Elfig Fribourg mit dem Titel und mit der Titelverteidigung. Ungeschlagen durch diese Saison. Es ist beeindruckend, was dieses Team gezeigt hat, auch im heutigen Spiel. Hochverdient. Titel Nummer 3 in Folge. Aber die Winterthurin dürfen wirklich stolz sein auf die Saison, die sie gezeigt haben. Sie haben eigentlich nur gegen das Team verloren. Jetzt auch hier in der Finalserie mit starkem Spiel auftrumpft. Aber man sieht schon, sie sind noch nicht auf dem Niveau von Fribourg angekommen. Aber ich finde, auf einem sehr guten Weg. Und auf der anderen Seite wird gefeiert, so wie man das eigentlich auch erwartet hat vor dieser Saison und auch jetzt vor dieser Serie, diese Mannschaft. Die hat wirklich beeindruckenden Basketball gezeigt, auch auf europäischem Niveau für Furore gesorgt. Und dann war es eigentlich die logische Folge, dass man ziemlich problemlos in diesen Final vorgestoßen ist. Im Final selbst gab es dann Phasen wenigstens, wo man nahe auch an einer Niederlage war. Aber ansonsten hat sich natürlich eine Marielle Giroux, eine Abigail Fogg, die wir hier sehen, absolut mit ihrer Klasse auch durchsetzen können. Ja, sie sind gefordert worden von Winterthur in dieser Finalserie über gewisse Strecken. Das hat jetzt noch nicht über die ganzen 40 Minuten gelangt, aber man sieht, die zwei Teams, die werden in Zukunft näher aneinander anrutschen. Winti wird noch mehr Chance haben, mit ihnen mitspielen. Aber die Friburgerinnen, die sind im Moment verdiente Meisterinnen geworden da und sicher auf dem erfolgreichsten Weg im Moment. Auf der anderen Seite hält sich, wenn ich das so richtig gedeutet habe, die Enttäuschung in Grenzen bei den einen. Bei anderen sieht das natürlich anders aus. Also da sehen wir auch die Tränen, die große Enttäuschung. Da hat man sich schon etwas erhofft, weil es war die einzige Möglichkeit auf einen Titel, nachdem man ausgeschieden ist in den anderen Wettbewerben, nachdem man auch den Supercup zu Saisonbeginn verloren hat.
Aber eben am Ende reicht es dann in diesem Playoff-Final doch nicht. Auch nicht zu einem ersten Erfolg. Und das wäre so wichtig für die Entwicklung dieser Mannschaft. 2019 im Final gestanden, 0-3 verloren, jetzt ebenfalls. Aber dennoch, du siehst dieses Team auch in der nächsten Saison, in den nächsten Jahren als eine gute Herausforderung für das Top-Team. Ja, ich glaube, die jungen Spielerinnen haben während der Saison gezeigt, dass sie in der Nazia mitspielen können. Sie haben während der Phase dieser Finalserie gezeigt, dass sie da hingehören. Und ihre Entwicklung ist ja nicht abgeschlossen. Und wenn Winterthur hoffentlich auch Walter Montini kann behalten kann und nochmal eine Saison so kann anhängen und arbeiten kann. Ich glaube, Konstanz ist das, was zwischen ihnen auch einen Unterschied machen kann. Dass man wirklich die Möglichkeit hat, zum Arbeiten dran. Wir sehen da, wie wir schon ein bisschen angekündigt haben, MVP von dieser Serie, Marielle Giroux. Gut, es erstaunt uns kaum. 2018, 2019, Final-MVP und sie nimmt es mit Humor. Sie wartet noch auf die ganz große Trophäe, aber sie weiß schon auch, welche Bedeutung sie hat für diese Mannschaft, was sie eben auch ausgelöst hat, für neue Stärkenverhältnisse gesorgt hat im Schweizer Frauenbasketball. Und das, obwohl unglaublicherweise sie als zum Teil etwas trainingsfaul gilt. Also die Junioren sollen sich nicht alles von ihr abschauen. Ja, viele können sie sich von ihr abschauen. Und wenn man nochmal sagt, Alex Jones gewinnt die WNBA-Meisterschaft und wird nicht MVP in der Schweiz, weil Marielle Giroux mit ihr auf dem Platz steht. Also das ist wirklich eine Klasse, die kann man fast nicht einordnen, was sie da als Schweizerin leistet. Das ist eine absolute Seltenheit, dass eben auch eine Schweizerin im Schweizer Frauenbasketball eine so große Figur ist, eine Leaderin ist in ihrem Team. Sonst sind das sehr häufig die Ausländerinnen, umso besser fürs Schweizer Basketball, dass eine Marielle Giroux so vorangeht und eine solche Vorbildfunktion innehat. Wir sehen da gerade Domizoli und ich glaube, wir dürfen sie auch erwähnen, weil sie ist über Jahre hinweg die emotionale Leaderin gewesen von dem Winterthur-Team. Natürlich aber auch in der Defense, in der Offense mit dabei. Also sie hat schon auch sehr gross geleistet für das Deutschschweizer Basketball, das Basketball in der Schweiz und für die Winterthur-Mannschaft. Ja, und diese Mannschaft, die sich so eindrücklich auch nach oben gekämpft hat, oder überhaupt der Club, oder? Das ist ein extrem steiler Aufstieg, das dürfen wir nicht vergessen. Das ging innerhalb weniger Jahre von der dritten Liga bis zum absoluten Top-Team, jetzt auch in der höchsten Spielklasse. Man ist erst seit 2015 da ganz oben mit dabei und kämpft immer wieder gegen zum Teil schon fast die übermächtige Konkurrenz aus der Romandie. Also fürs Schweizer Basketball ist das eine ganz wichtige Mannschaft und es ist auch ein ganz wichtiges Zeichen aus der Deutschschweiz, dass da etwas da ist und eben auch heranwächst. Ja, ich glaube, die Schweiz hat häufig im Frauenbasketball in der Schweiz Akzent setzen. Es hat schon früher noch sehr starke Teams gegeben, die immer wieder vorne mitgespielt haben, Gäbsi geholt haben, in der Finalserie gestanden sind. Und eben, es braucht alle für die Entwicklung im Schweizer Basketball. Speziell natürlich der grösste Verband auch, Pro Basket, mit den meisten Mitgliederinnen und meisten Mitgliedern. Der braucht es genauso wie die traditionellen Verbände und Regionalverbände und Clubs in der Westschweiz. Und Tessin. Absolut. Man war im Europacup zum ersten Mal in der Clubgeschichte mit dabei, aber eben in den anderen Schweizer Wettbewerben ist man ausgeschieden. Jetzt gibt es diese Niederlage im Finale, aber man hat es auch gemerkt, dass beim Vizemeister sich die Enttäuschung in Grenzen hält. Also man weiß schon auch, wo man in etwa steht, gerade im Vergleich zu diesem absoluten Top-Team von Elphick Fribourg. Ganz beeindruckend, wie dieses Team durch die Saison gezogen ist, sich auch international dann präsentiert hat und in sämtlichen Wettbewerben den Titel geholt hat, vielleicht dann auch noch im Cup am 8. Mai. Jetzt also gibt es diesen Meistertitel, den dritten in Folge und den fünften insgesamt. 06, 2011, 18, 19 und also auch jetzt und heute den Titel verteidigt. Supercup gewonnen, Liga Cup gewonnen, bisher jetzt auch das hier noch obendrauf.
Und was schon beeindruckend ist, ist, dass das der 33. Sieg in Folge war. Jedes Top-Team, auch das noch das allerbeste Top-Team, hat irgendwann eine Schwächephase. Wieso hat Elfik Fribourg keine Schwächephase gezeigt? Ja, ich glaube, sie haben schon Schwächephasen gehabt. Also, eben, man hat knappste Siege reingeholt im zweiten Finalspiel gegen Winterthur. Da hat man Schwäche gezeigt, aber eben auch im richtigen Moment Stärke. Und es braucht ein bisschen Glück manchmal auch für eine perfekte Saison, also wenn man nie verloren hat. Sie haben jetzt ganz viel mit natürlich Talent und Möglichkeiten gemacht. Man ist grundsätzlich immer der Gejagte. Es werden alle immer der Erste sein, der dich schlönt. Also man ist immer hypermotiviert gegen das Team, das noch nie verloren hat. Manchmal dreht es dann schnell in Verzweiflung, weil man dann das Gefühl hat, es geht nicht. Aber das Team hat es wirklich heimgebracht. Ja, und da gibt es eben auch den Pokal oben drauf. Jetzt gibt es auch schon die Champagner-Dusche vom Coach, von Romain Gaspo. Er darf dann den Platz wieder säubern, kann dann mit dem Hallenwart das Ganze noch diskutieren. So soll es doch sein, es soll gefeiert werden. Jetzt eben löst sich das Ganze auch bei Romain Gaspo. Sein Team gewinnt den Schweizer Meistertitel. Das sind die Schweizer Meisterin im Frauenbasketball 2021, Elfik Fribourg. Der Blick von Marielle Giraud hat für mich irgendwie gesagt, weiss der nicht, dass man den Champagner erst nach dem Pokal überkommen spritzt. Was macht jetzt der? Mit dem ersten Pokal überkommen, aber ich glaube, das hat sich jetzt schon wieder gelöst. Es war ja auch 10 Jahre her seit seinem letzten Titel mit Elfik. Er kommt wieder rein in das Ganze. Das sind die SiegerInnen, die MeisterInnen, die TitelverteidigerInnen. Natürlich auch mit Romain Gaspo. Das sind die Champions 2021. Und es ist schon eine Dominanz und eine Vormachtstellung im Schweizer Frauenbasketball. Jetzt geht es dann so richtig zur Sache. Dieser Club unglaublich gut strukturiert, ähnlich eigentlich wie Helios vor so 6, 8 Jahren, oder war das? Aber dann sagt man dann auch, es ist eigentlich schade, dass diese Mannschaft so fast konkurrenzlos dasteht. Ist es das tatsächlich? Ja, es hat immer Pro und Contra für das. Ein Team, das wirklich den nächsten Schritt macht und auch vom europäischen Niveau in die Konkurrenz eingreifen und kann mitspielen, das ist etwas wert für Schweizer Basketball. Heisst aber, dass der Gap zwischen den anderen Teams und dem Team grösser wird, weil die Entwicklung die muss wirklich 2, 3 Schritte sein, dass man nachher im europäischen Wettbewerb mitspielen kann. Und das können nicht alle anderen Schweizer Mannschaften gleichzeitig mitmachen. Und dann öffnet sich der Gap. Und das ist nachher ein bisschen der negative Ausfluss von dieser ganzen Situation. Aber ich glaube, alles in allem bringt das etwas. Wenn man sieht, hey, Schweizerinnen können im Europacup mitspielen, für junge Spielerinnen, neues Ziel, Ausländerinnen, die eben hier spielen können, genau wegen dem, dass sie im europäischen grossen Wettbewerb mit dabei sein können. Und das hat am Schluss mehr Vorteile als Nachteile. Elfik Fribourg ungeschlagen seit dem 2. Februar 20, seit er dann eben gekommen ist, Romain Gaspo, der den Titel mit dem Team geholt hat. Und der Vertrag mit ihm läuft ja weiter, also das sieht sehr, sehr gut aus, auch für die zukünftigen Saisons, für die nächste Saison ganz besonders von Elfik Fribourg. Ja, ich glaube, wenn das Team kann zusammenbleiben, das muss jetzt als Ziel sein. Also jetzt ist man so weit gekommen, hat so viel erreicht, jetzt, da muss man jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten und hoffen, dass das natürlich ihnen gelingt. Dass sie noch mal, ja, vielleicht gleich dann mal noch das ein oder andere Spiel verlieren, darf auch gegen Winterthur sein, aber grundsätzlich noch mal so eine starke Leistung können anlegen, wie diese Saison das gemacht hat. Wir danken, Entschuldigung, nein, das war ein schlechter Zeitpunkt. Ja, Entschuldigung, nur als Abschluss, wir können das Gefühl haben, ja, 33 Mal gewonnen, wieso freut sich jetzt noch über einen Schweizer Meisterinnen-Titel, aber am Schluss von der Saison, wo der Druck weggeht, das hat man am Gaspo fast noch mehr angesehen als an den Spielerinnen, dann ist einfach gut. Und
denken sie einfach richtig, richtig feiern. Und jetzt soll auch gefeiert werden bei Elfig Fribourg, bei den Titelverteidigern, den Schweizer Meisterinnen. Und das war es von Spiel 3. Wir bedanken uns jetzt bei Renato Marchi ganz herzlich für deine Einschätzungen und Analysen. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse und die Aufmerksamkeit. Das war Spiel 3, das war die Entscheidung. Schweizer Meisterin im Frauenbasketball 2021, Elfig Fribourg. Weiterhin schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.